Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Online-Lehrgang im Autorendasein. Heute mache ich mal nichts mit Papyrus, sondern ich zeige euch, wie man relativ einfach mit zwei kostenlosen Programmen einen Cover gestalten kann. Dazu möchte ich ein ganz, ganz herzliches Dankeschön erstmal sagen an zwei Frauen, Jana Zenker und Dr. Elisabeth Marienhagen, die mir dieses Cover meines Romans Die Tränen der Hexen aus dieser Vorlage geschaffen haben. Ganz toll gemacht. Die haben wahrscheinlich noch Photoshop verwendet, um das Bild zu kolorieren, aber dazu komme ich gleich später. Das werde ich hier heute nicht behandeln. Also wie das Cover dann aussieht, dazu kommen wir gleich. Zumindest werde ich es zum Großteil nachahmen. So, ich habe hier meine Vorlage. Das ist ein alter Holzstich oder Kupferstich, der kein Urheberrecht mehr hat, weil der Künstler schon länger als 300 Jahre tot ist. Passt natürlich wunderbar zu einem Roman, der mit Hexen spielt, beziehungsweise mit Frauen, die als Hexen verdächtigt werden, spielt. So, ich brauche hierzu von LibreOffice den LibreOffice Draw. Unter Einfügen, Bild aus Datei, kann ich mir, jetzt seht ihr, was ich gleich meine, kann ich mir dieses Bild, mittlerweile schön koloriert, in mein Dokument einladen. Und nun sehe ich hier so außenrum einen Rand. Das ist der druckbare Rand, aber ich will dieses Bild ja nicht ausdrucken, sondern ich will dieses Bild als JPEG haben, das ich dann zum Beispiel bei Neobooks dann mit hochladen kann. Alles, was man hier auf dieser kompletten Seite sieht, auf diesem Arbeitsblatt sieht, kommt in das JPEG mit hinein. Deswegen gehe ich jetzt schon mal so weit, dass ich dieses Bild vergrößere. Linke Maustaste gedrückt halten und nach rechts unten ziehen. Und ich möchte nicht, dass das Bild in die Länge ziehen. Deswegen bleibt oben und unten kleiner Rand übrig stehen. Ich könnte jetzt dieses Bild nach unten schieben, aber das ist egal, wir müssen sowieso ausschneiden. Und das machen wir nicht mit einer Schere, das machen wir dann auch mit XNView. So, hier unten habe ich meine Zeichnenleiste, falls ihr die nicht habt bei LibreOffice. Ansicht, Symbolleisten, Zeichnung. Hier unten, das muss eingeschaltet sein, weil in dieser Zeichnenleiste habe ich mein Textfeld. Dazu drücke ich einmal dieses DGT, halte die linke Maustaste gedrückt. Hat aus irgendwelchen Gründen jetzt nicht geklappt. Achso, ja. So, und habe mein erstes Textfeld, dass ich außerhalb des Bildes male. Warum mache ich das? Weil ich hier nichts sehe. So, ich schreibe hier meinen Autorennamen rein. Wenn ich in den Bearbeitungsmodus gehen möchte, kann ich entweder hier draufklicken oder in den freien Bereich. Ich markiere mit Steuerung A meinen Text, weil der Name doch etwas klein erscheint, und suche mir eine Schriftgröße aus. Schauen wir mal mit 40. 40 sieht ganz gut aus. Ich gehe jetzt trotzdem in dieses Bild hinein. Lass das irgendwo los. Ne, da gefällt es mir nicht. Hier sieht es ganz gut aus. Ja, Schriftfarbe schwarz,
ist ein bisschen ungünstig, würde ich behaupten. Ich markiere alles wieder, Steuerung A, und suche mir hier die Zeichenfarbe aus. Das Kaffee existiert schon, deswegen weiß ich ganz genau, was ich nehmen muss. Und ich suche mir hier die Schriftart aus. Baskerville Old Face, Schriftgröße 40. Das sieht mir noch ein bisschen dünn aus, deswegen schreibe ich diese Schrift fett. Gucken wir es uns an. Und es sieht schon ganz gut aus. Vielleicht noch ein bisschen größer. Perfekt. Ich gehe wieder in mein Textfeld, fahre mit der Maus so weit nach oben oder unten, egal, bis dieser Cursor erscheint. Drücke dann die linke Maustaste und ich sehe einen Rahmen. Diesen Rahmen, damit kann ich dann die Bildgröße bzw. die Rahmengröße verändern. Und ich kann mit diesem Rahmen, wenn ich in diesem Modus bin, mit Steuerung C das Ganze kopieren, mit Steuerung V das Ganze wieder einfügen. Ihr seht, es hat sich nichts getan, aber es hat sich doch etwas getan, nämlich die wundersame Vermehrung des Frank Ahls. So, jetzt habe ich hier meinen historischen Roman. Das will ich nicht untereinander, sonst das will ich nebeneinander. Und hier kann ich jetzt dieses Textfeld verbreitern. Und da ist mir die Schrift eindeutig zu groß. Probieren wir es mal mit 36. Würde ich sagen, sieht schon einigermaßen gut aus. Das muss dann nachher alles noch ein bisschen ausgerichtet werden. Dafür habe ich ja da oben das Lineal. Ausgerichtet wird es im Grunde genommen da dran. Aber ich habe nur 15 Minuten zur Verfügung. Die will ich nicht ausreizen. Das ist dann wirklich die Feinarbeit, die ich dir dann ganz alleine selbst überlasse. So, ich kopiere wieder mein Frank Alt, füge den wieder ein und schiebe den noch ein bisschen weiter runter. So einigermaßen ausrichten. Und nun schreibe ich meinen Diddle da rein. So, das sieht doch jetzt schon mal ganz gut aus. Nur ein bisschen klein. Das heißt, die Schriftgröße muss ich jetzt verändern. Jetzt gucken wir mal. Ach, schauen wir es mal, wie es mit 80 ausschaut. Ich glaube, das sieht ganz gut aus. Das sieht ganz gut aus, wenn man. Ich muss hier noch einmal draufklicken. Das Textfeld verbreitert. Und nach unten schiebt. So habe ich meinen Cover für den Roman. Datei. Speichern unter. Ich gehe mal in den Ordner Test und nenne das Cover Test. Ihr seht, die Dateiendung ist ODG. Das ist auch ganz gut so, weil ihr könnt dieses Cover nun jederzeit wieder aufrufen und bearbeiten. Wenn euch die Schriftgröße dann doch nicht gefällt, könnt ihr dieses Cover jederzeit weiter bearbeiten. Der nächste Schritt ist, ich speichere es unter. Entschuldigung, falsch. Ich exportiere dieses Cover. Und zwar
das JPEG-Format. Gleicher Ordner. Der nächste Schritt, der auftaucht, ist, ich kann die Größe festlegen. Ich glaube, bei NeoBooks waren es 2500 Pixel Breite. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich kann hier bestimmen, Echtfarben. Und ich kann die Qualität bestimmen. Diesen Regler schiebe ich einmal auf 100%. Ich glaube, da steht im Original bei 70%. Und ich gehe auf OK. Jetzt habe ich dieses Bild gespeichert als JPEG. So, jetzt nehmen wir wieder unser XnView mit unserem schönen Bild. Datei öffnen. Koffer. Test JPEG öffnen. Und jetzt seht ihr, was ich vorhin mit dem Rand gemeint habe. Die weißen Anteile oben und unten sind noch da und sehen nicht gerade hübsch aus. Einfach mit der Maus in die obere linke Ecke fahren. Linke Maustaste gedrückt halten. Und das Bild abfahren. Das ist mir gerade nicht gelungen, was ich. Achso, ja, geht nicht. Immer ein minimales Stück vom Bild abschneiden. So, Steuerung X schneidet dieses Bild aus. Mit Bearbeiten. Einfügen als neues Bild. Seht ihr, die Ränder sind verschwunden. Und jetzt brauche ich im Grunde genommen nur noch eines zu machen, nämlich Speichern unter. Und ich nehme gleich meinen Cover des JPEG. Speichern. Dieses Ding erschreckt mich immer wieder. Ja. Und schon habe ich meinen Cover erstellt. Ich muss zugeben, in Wirklichkeit war das harte Arbeit. Ich glaube, es gab 7, 8, 9, 10, 15, 20, 30 verschiedene Covers, bis wir dann zusammen dieses Cover erstellt haben. Dafür nochmal meinen herzlichen Dank an meine Mitautorinnen Jana und Elisa. So, ich hoffe, euch hat das ein bisschen was gebracht und viel Spaß damit.